Guten Tag. Wenn Sie in unsere Heilpraxis kommen, werden Sie zunächst nach allgemeinmedizinischen und ayurvedischen Gesichtspunkten interviewt, um anschließend mit der ayurvedischen Pulsdiagnose festzustellen, welches konstitutionelle Ungleichgewicht zu Ihren Beschwerden geführt hat. Wir sprechen hier von Vata-, Pitta- und Kapha-Störungen. Darüber hinaus gibt der Puls auch Aufschluss darüber, welche Organe oder Organsysteme belastet sind und was dieser Störung zugrunde liegt. Die ideale Therapie sind die Ayurveda-Reinigungskuren und die ayurvedischen Kräuterpräparate. Für diejenigen, für die diese Maßnahmen noch nicht in Frage kommen, empfiehlt es sich, den Körper mit dem Etherscan durchchecken zu lassen. Ohne Blutabnahme oder Strahlenbelastungen und ohne jegliche Vorbereitung gelingt es diesem Hochleistungsscanner aus der russischen Raumfahrtforschung, vom Körper Informationen abzurufen, die sie sonst nur mit erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwand bekommen können. Der Kopfhörer, den Sie bei dieser Untersuchung aufsetzen, enthält einen Empfänger, der die feinsten quantenmechanischen Schwingungen aufzuzeichnen vermag. Jedes Organ hat seine ihm charakteristische Sendefrequenz, wie die Forscher in langen Testreihen an gesunden Menschen herausfinden konnten. Ähnlich wie ihr Radio geht der Scanner auf Empfang für die verschiedenen Organe und vergleicht deren Schwingungen mit denen der im Computer gespeicherten gesunden Probanden. Die ideale Übereinstimmung wird mit sehr gut, die schlechteste mit ungenügend zensiert, wie in der Schule. Wenn die Zensuren farblich auf die Organe übertragen werden, bekommen Sie eine gute Übersicht über Ihre Gesundheit. Nun können Sie Fragen stellen und der Computer antwortet. Welche Krankheiten entsprechen meinem Frequenzmuster am ehesten? Welche Bakterien, Allergien und Umweltbelastungen sind an meiner derzeitigen Situation beteiligt? Liegen Impfschäden vor oder ist eine Verschiebung meines hormonellen Gleichgewichts Auslöser der Beschwerden? Welche Präparate mit ihren Frequenzen sind in der Lage, mich aus dieser ungünstigen Situation herauszuholen? Auch ist er in der Lage zu erkennen, wie viel Prozent Besserung nach der Behandlung eingetreten ist bzw. schon auch im Voraus mit den empfohlenen Mitteln zu erwarten sind. Wenn Sie Belastungen kennen, können Sie diese löschen und dem Körper über einen Trigger die Musterschwingung der gespeicherten gesunden Probanden für eine bessere Abwehrkraft wieder zukommen lassen. Dabei streiten sich die Forscher noch, ob sie in voller Körpergröße in der Praxis erscheinen müssen oder ob die Anwesenheit von ein paar Haaren oder einigen Tropfen Blut ausreicht, um den Gesamtorganismus mit den idealen Musterschwingungen zu versorgen. Patienten, denen die Vorstellung von morphogenetischen Feldern nach Sheldrake nicht fremd sind, lassen sich gern auch in Abwesenheit behandeln und berichten von erstaunlichen Ergebnissen. Heilungszusagen können wir dabei jedoch nicht geben. Da die Vorstellungen der Quantenphysik in der Medizin bisher kaum Einzug gehalten haben, sind derartige Therapieansätze von den meisten Schulmedizinern noch nicht nachvollziehbar. Die andere bewährte Diagnosemethode, mit der wir in unserer Praxis über 20 Jahre Erfahrung haben, ist die Kirlian-Fotografie. In einem Hochspannungsfeld zeigen Finger und Zehen an, welche Organe schwach oder entzündet sind, denn an Fingern und Füßen enden die Akupunkturmeridiane, die in den Organen entspringen, nach denen sie benannt sind. Abspringende Punkte zeigen Stauungen oder Entzündungen an, ausfallende Strahlung lassen auf Funktionsschwächen und kompakte Strahlung lassen auf degenerative Veränderungen schließen. Wir bekommen damit in wenigen Minuten einen Überblick über den Zustand von Nieren, Herz, Darm, Leber und Bauchspeicheldrüse. So sehen wir in dem einen Bild, dass die Herzschmerzen des Patienten eigentlich von nierenbedingtem Bluthochdruck resultieren. Bei dem zweiten sehen wir, dass die Beschwerden zurückzuführen sind auf Hormonsteuerungsschwierigkeiten. Und auf dem dritten Bild sehen wir, dass der junge Asthmatiker eigentlich kein Asthmatiker ist, sondern ein Nierenpatient, der dann mit dem Nierenmittel erheblich Verbesserung verspürt hat. Im vierten Bild sehen wir, dass die Kopfschmerzen, über die der Patient klagt, ausgeht von einer Fehlsteuerung der Halswirbelsäule, die er sich bei einem Unfall zugezogen hat. Wenn wir die Beschwerden gezielt behandeln wollen, bietet sich die Akupunktur bzw. die Injektion homöopathischer Mittel in Akupunkturpunkte an.
Es ist verblüffend, wie schnell sich die Patienten besser fühlen und auch im Kilian-Bild sich die Veränderungen objektivieren lassen. Macht man nach 7 Minuten ein Kontrollbild, sieht man deutlich, dass es ausgeglichener ist. Allergien, Ekzeme, Magen- und Darmleiden, Nieren-, Leber- und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen lassen sich damit in kurzer Zeit erfolgreich behandeln. Die Pikserei bei der Akupunktur und den Akupunkturinjektionen ist nicht jedermanns Sache. Die Farbpunktur nach Peter Mandl ist eine gute und effektive Alternative. Der Heilpraktiker Peter Mandl hat pyramidenartige Linsen entwickelt, um Farbe und Lichte so zu bündeln, dass schon nach wenigen Sekunden Bestrahlung gravierende Verbesserungen des Energiefeldes herbeigeführt werden können. Die Präparate, die man bei der ersten Methode in die Akupunkturpunkte injiziert hat, könnte man dann einfach in die Vene oder in die Lymphe geben. Besser ist jedoch, diese Präparate mit der Singulett-Sauerstofftherapie zu verbinden, der sogenannten HOT nach Dr. Verli. Dabei entnehmen wir der Vene 50 ml Blut, der Mensch hat in der Regel 100 mal so viel, schäumt dieses in einem sterilen Gefäß mit Sauerstoff auf, bestrahlt es mit UV-Licht und macht damit aus dem an die roten Blutkörperchen gebundenen Sauerstoff, dem O2, Singulett-Sauerstoff, dem O1, der einwertig ist und damit viel besser mit den Ablagerungen in den Gefäßen reagiert. Auch bei dieser Methode stellen wir starke Verbesserungen in Etherscan und Kilian-Bild fest. Die Indikationsbreite dieser vielfach falsch als Blutwäsche bezeichneten Therapie reicht von Allergien über Durchblutungsstörungen, über Magen-Darm-Erkrankungen bis hin zu Rheuma und den Tumorerkrankungen. In Verbindung mit einem Befund vom Biolabor hätte man die Möglichkeit, alle bereits klinisch fassbaren Störungen mit naturheilkundlichen Mitteln gezielt zu berücksichtigen. Denn das Biolabor bietet nicht nur eine umfangreiche Ermittlung der Blutwerte an, sondern auch eine recht gründliche Interpretation der Werte und eine Erarbeitung eines naturheilkundlichen Behandlungsvorschlags. Aber nicht immer finden wir die Ursache der Beschwerden in körperlichen Fehlfunktionen. Über 50% aller Beschwerden sind psychosomatischen Ursprungs. Deshalb müssen wir nicht gleich zum Psychiater. Für die Durchschnittsneurosen empfiehlt der Ayurveda die transzendentale Meditation. Mit der Bachblütentherapie sind wir in der Lage, Störungen auszugleichen, die schulmedizinisch gar nicht als Erkrankung angesehen werden. Sei es, dass der Optimismus uns verlässt, dass wir uns zu viel Sorgen um andere machen, oder man meint, man sei etwas Besseres als andere, oder dass man sich zu Lebzeiten schon ein Denkmal setzen möchte. Aber auch wenn aus unerfindlichen Gründen depressive Verstimmungen aufkommen, die Erlebnisse der Vergangenheit nicht verarbeitet werden können und man unter tiefsitzenden Ängsten leidet, zu all diesen Schwächen hat Dr. Bach Blütenessenzen zusammengestellt, die tiefgreifende Wirkungen haben. Erst das Pendel gibt uns Aufschluss über die erforderlichen Mittel. Dann kommen wir auf Themen zu sprechen, die der Patient schon lange verdrängt hat. Aber auch das japanische Heilströmen kann auf körperliche und seelische Beschwerden gleichermaßen eingehen. Wir können es in der Praxis selbst durchführen, aber lehren es gern auch unseren Patienten, damit sie es selbst zu Hause praktizieren und damit ihr energetisches Gleichgewicht immer wieder herstellen.